Ja, hallo liebe Weinfreunde. Heute Servus. Special-Folge. Mhm. Nummer 600. Und? Eine Sie etwas wehmütige Folge. Nein, es ist jetzt nicht die letzte Folge, die wir drehen, aber es ist die letzte von hier. Der Keller zieht um. Wie ihr seht, hier alles in Kisten verpackt. Und da dachten wir uns, jetzt ist es mal Zeit, noch mal eine Abschlussfolge zu drehen. Ist hart, ne? Das ist schon, ja, definitiv. Ich kenne es noch von Wien, wo ich den Keller da aufgegeben habe. Mhm. Dann dauert es immer eine gewisse Zeit, bis man den neuen richtig eingerichtet hat und das so läuft. Mhm. Ah ja. Und vor allem hier Ambiente natürlich unschlagbar, ne? Ja. Aber der neue Keller wird morgen schon bestückt. So ist es. Wir werden es einfach mal ausprobieren. Ich glaube, es wird auch nicht verkehrt werden. Nicht so gut wie hier, glaube ich, trotzdem. Ja. Folge 600. Ja. Ist ja schon irgendwie was Besonderes. Wer hätte gedacht, dass es 600 werden, gell? Also, schreit auch nach was Besonderem irgendwie, ne? Mhm. Ja, und deswegen gibt es heute nochmal was von einem Weingut, das wir schon oft gebracht haben. Oh. Aber eine spezielle Flasche aus dem Sortiment. Ja. Kommt man auch gar nicht so leicht dran. Nee, ist schwierig. Und okay. Bitte. Hm? Weingut Hossauer. Es ist, wie es ist. Also, wir haben ja den Wein damals von ihm kredenzt bekommen, als wir auf dem On-Tour waren. Mhm. Und er hat gar nicht so viel erzählt, woraus der Wein jetzt gemacht ist. Es sind einige Rebsorten. Okay. Ja. Es ist eine Weißwein-Cuvée. Mhm. Und es sind auch verschiedene, wie nennt man das? Verschiedene Rebsorten. Hilft gerne. Und wenn man die Pyramide hat vom VDP, aha, aus verschiedenen Bestandteilen der Pyramide. Okay. Und ich glaube, es ist auch, aber ich würde sagen, probieren wir erstmal. Okay. Dann reichen wir erstmal das Kamerakind Schluckerl weiter. Ja, die Kamerafrau. Vielen Dank. Hat noch gar nicht Hallo gesagt. Nee, ich kam noch gar nicht zu Wort. Dankeschön. Dankeschön. Von der Farbe her. Sehr interessant, ne? Farbe ist schon geil. So richtig Honig-Bernsteinfarben. Mhm. Bernstein, ja. Die Farbe verrät schon. Was? Holz? Ja, nein. Die Farbe verrät, dass da auch etwas sehr Hochwertiges drin ist. Ein großes Gewächs. Nicht trocken. Oh. Mhm. Okay. Aber es ist auch was Frisches drin. Ja. Es kommt wahrscheinlich. Ich glaube, es ist ein Weißburgunder drin. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Trockenbeerenauslese ist drin. Mhm. Okay. Ich glaube auch eine Scheurebe ist, glaube ich, auch drin. Mhm. Silvaner ist drin. Also ursprünglich hat er den Wein gemacht für das Restaurant vom Tim Raue. Mhm. In Berlin. Ist ja in Berlin eigentlich so, dass das Aushängeschild momentan deutscher Gastronomie, oder? Okay, das kann sein, ja. Oder eins der Aushängeschilder. Und der hat sich einen speziellen Wein gewünscht. Mhm. Und dann hat er, das ist ja irgendwie kreiert auch, mhm, ne? Wenn du so verschiedene, ja, Weine miteinander verheiratest. Ja. Ja, also nicht
verschneiden, sondern... Ja. Was sagt das Kamerakind? Sucht noch nach Worten. Es ist, sind mit Sicherheit auch, ist auch irgendwas Gereiftes auch dabei. Das ist definitiv, aber du hast auch noch eine schöne Frische mit drin. Wahnsinn. Mega, ne? Ja. Also mich erinnert es an manche Türkei. Okay. Also so ungarischer Süßwein. Mhm. Das war früher der teuerste Wein der Welt. Ja, echt? Ja. Und nur durch den eisernen Vorhang, weil im Auftrag der Sowjetunion nur Masse produziert werden musste, ne, ist es etwas zugrunde gegangen. Mittlerweile haben aber eigentlich lauter internationale Winzer sich dort ganz dick eingekauft. Okay. Und manche Türkeier, die sind auf Trockenbeeren Status, sind aber jetzt dann nicht so süß, sondern haben auch diese Säure mit dabei. Und ich finde, das hat er auch. Also ja, er geht in die Richtung. Der hat was Süßes, aber auch was frische Säure. Sehr, sehr frischer Wein. Gereift und frisch gleichzeitig. Ja. Das ist schon jetzt hier Jahrgang 2014. Das ist für mich so ein perfekter Wein zur Gänseleber. Ja, das stimmt. Zu den Sachen, da ist er perfekt. Mhm. Und oft... Oder zu einem ziemlich geschmacksintensiven, gereiften Käse. Da würde es auch gehen. Ja, ja, so Blauschimmel. Richtig, richtig, genau. Weil oft stört mich da bei der Trockenbeerenauslese die Süße etwas. Ja. Aber hier da durch die Säure dann, und so. Ja, da bist du dann irgendwann satt. Also da kannst du ein paar Schluck trinken und dann ist Schicht im Schatz. Ja. Mega. Ja. Das ist wirklich richtig großes Kino. Mhm. Feines Tröpfchen. Was sagt die Kamerafrau? Ja, wie gesagt, nach wie vor auf der Suche nach Worten. Ich finde, da ist auch sowas Karamelliges dabei. Ja, ja. So am Anfang ein bisschen Honig. Oh, da ist sowas Sahniges. So salziges. Wahnsinn. Er hat damals im Interview gesagt, der Horst Sauer, er will jetzt gar nicht so viel über den Wein erklären und so. Darum heißt er auch, es ist, wie es ist. Mhm. Und wenn man so den Geschmack auf sich wirken lässt, ich finde den schon phänomenal. Ja. Mhm. Wo liegen wir da pro Flasche? Wir stehen noch. Ja. Er ist billiger als man denkt, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, 36 oder so? Okay. Ja, also preiswerter als man denkt. Ja, so ist 30, 35 hätte ich jetzt geschätzt oder eher 35. Also, ich finde das sehr günstig für den. Ja. Das ist ja keine halbe Flasche, das ist eine ganze. Mhm. Extrem hoher Trinkfluss. Wahnsinn, konnten wir gar nicht hinterher. Ein bisschen was ist auch noch da, keine Angst. Nö. Und liebe Weinfreunde, zur Feier des Tages bekommen wir sogar noch ein Feuerwerk im Hintergrund. Genau. Ein Abschiedsfeuerwerk. Super organisiert. Tja, muss ich schon sagen. Absolut. Vielleicht sollten wir es jetzt noch sehen. Mach doch mal ein Loch rein, jetzt ist es doch egal. Jetzt ist es eh wurscht. Nee, also keine Kosten und Mühen gescheut. Absolut, absolut. Also das ist schon echt guter Stoff. Wahnsinn. Aber kann es sein, dass da auch Müller drin ist? Müller, ja. Also ein bisschen auch. Toll. Ja. Punkte? Oder warten wir da noch bis zum Schluss? Was kommt denn vor dem Schluss noch? Was kommt denn davor noch?
Lasst euch überraschen. Also, ich brauchte nochmal, um. Ja, damit sich das ins Gedächtnis einbrennt, ja. Nicht nur unser Junior hier. Ihr habt ja den neuen Titel für den Junior bestimmt. Ja. Kein so. Praktikant mehr. Muss man das dann auch so machen, wie bei der Bundeswehr? So mit Schulterklappen und jeder muss dann da drauf. Nee, hauen, ich glaube, ich krieg neue, einfach neue Visitenkarten. Das ist wirklich also noch nie so ein Wein getrunken. Nee, das ist total einzigartig. Ja. Und vor allem, was ich auch extrem spannend finde, er ist gereift und frisch zugleich. Mhm. Bergamott hat dann ein bisschen. Stimmt. Mhm. Bergamott. Ein bisschen. Oder so wie bei Earl Grey? Mhm. Finde ich schon. Also Zitrus, ja. Ja, Bergamott. Ist eine Zitrusfrucht. Ist eine Zitrusfrucht. Ja. Also ich hatte da letztens mal eine. Das erinnert mich jetzt nur nicht an Earl Grey, das ist doch schon was ganz anderes. Nein, nehme ich an Earl Grey an, die Bergamotte ja, ja. Ist im Earl Grey. Das weiß ich ja. Also ich würde, ich bin jetzt hier, die Frauenperspektive, ich finde, der schmeckt so, wie Bernstein aussieht. Ja. Mhm. Ja. Trifft es ganz gut, ja. Ja. Ich finde ihn stark. Definitiv. Den kannst du aber nicht. Also ich habe sowas noch nicht aus Deutschland getrunken. Muss ich echt sagen. Mhm. Sehr eigenständiger Wein. Und den hat er dauerhaft im Programm oder? Ich glaube, jahrgangsabhängig. Mhm. Ist aber auch nicht in der Preisliste drin. Nee. Mhm. Im Internet. Mhm. Es gibt davon anscheinend wirklich nicht viel. Mhm. Ja. Ist jetzt kein Wein für zwischendurch? Nee, also das ist. Besondere Anlässe braucht er? Ich finde, das ist auch ein besondere guter Speisen. Wein jetzt für diesen Anlass hier. Definitiv. Das Adieu sagen. Es ist, wie es ist. Übrigens, ihr glaubt nicht, wie lange ich hier in diesem Keller gestanden bin und diese ganzen Weinflaschen eingekistet habe. Das hoffentlich nicht so lange, wie wir sie morgen von A nach B tragen. Naja. Ich glaube, das wird morgen kürzer als ja? Okay. Die Zeit, die ich hier jetzt verbracht habe mit ein Kisten. Tja, also bin eigentlich echt sprachlos, was den Wein angeht. Mhm. Mega. Anders kann man es nicht sagen. Also noch nie so einen Wein getrunken. Verpunktelung. Machen wir die jetzt? Doch schon. Ach nee, kommt jetzt noch was? Ja, wir können jetzt schon mal den hier bepunkten, aber es kommt noch was. Also ich würde sagen, ganz weit oben. Ja. Was sagt die Kamerafrau? Ja, wäre ich dabei. Ja, ganz weit oben ist aber ganz weit oben. Also ich würde sagen, richtig weit oben. So richtig weit richtig. Oben. 51. Genau. Also 51 würde ich jetzt nicht sagen, aber 50 würde er schaffen. Ja. Ja, definitiv. 50. Bin ich auf alle Fälle dabei. Das ist ein ganz spezieller, ein ganz toller Wein. Mhm. Der zu einem guten Anlass, zu einem guten Essen getrunken werden kann. Kannst du noch einsetzen, oder? Ja. Aber ich finde irgendwie auch nichts Vergleichbares. Ja? Wenn ich jetzt überlege, so ein alter Smaragd oder so, schmeckt auch wieder anders. Ja. Und auch ein alter Burgunder oder ein gereifter, auch wieder ein anderer. Ich weiß, sehr eigen. Ich muss das.
schlecht wird. Ja. Ich würde aber trotzdem mal sagen, nachdem wir jetzt hier schon mal 50 Punkte vergeben haben. Das passiert beim Horst Sauer öfters. Mhm. Mhm. Alter Angeber. Der Mann ist Wiederholungstäter. Ja, genau. Und er ist seine Tochter auch. Ja, ja, aber in dem Fall ist es, glaube ich, er. Das ist er. Mhm. Ja. Ja, also das ist... Er ist ganz großes Kino. Es hat 50 Punkte. Ja. Mhm. Vor allem zu dem Preis. Entschuldigung. Wir machen jetzt mal einen kurzen Cut und suchen noch was aus den Kisten heraus. Haben jetzt noch ein bisschen die Kisten durchstöbert und haben was gefunden. Das hatten wir gar nicht mehr auf dem, auf dem Bildschirm. Wir waren ja mal vor ein paar Jahren im Baden auf On Tour. Naja, ein richtiges On Tour war es nicht, ne? Nee, wir haben eigentlich nur gegessen und Wein getrunken. War der in Baden-Baden oder? Nein. Iringen. Das Kamerakind versteht. Bei den Herren hat es ein bisschen länger gedauert. Ja, ja, das sind ja auch die Senior-Members. Wir waren etwas zu voreilig mit der Beförderung. Ja, ich glaube, der Trainee war doch eigentlich ganz gut. Ja, nee, nee, nee. Azubi eher. Ne? Mhm. Azubine. Ah. Okay, wir waren ja mal in Baden, in Iringen, haben dort sehr gut gegessen, wie ich fand damals. Extrem gut. Ja, war gut. Die Weine waren auch sehr gut. Und wir haben das Weingut Stiegler besucht. Ja. Und was verblüffend ist an dem Weingut, die haben eine unheimliche Breite von Rebsorten. Mhm. Also wirklich unheimlich. Sehr viel französische auch. Ne? Auch Rebsorten, die man da gar nicht vermutet. Mhm. Ich glaube Chenin Blanc und sowas haben wir auch probiert. Mhm. Ja. Deswegen probieren wir jetzt einfach mal was ganz Untypisches für uns, nämlich ein Spätburgunder. Was ist denn das? Spätburgunder? Iringer Winklerberg, Spätburgunder Backöfele, großes Gewächs. Mhm. Ja. Ein Keller kann nicht enden ohne Spätburgunder. Das geht nicht. So ist es. Oh, von der Farbe her ist er jetzt reif. Mhm. Also den würde ich auch nicht mehr länger einlagern. Ja. Hohoho. Vom Geruch her ist es Spätburgunder. Ja, ja, das ist definitiv, aber schon. Man merkt, dass er ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ne? Ja. Ja. Das ist eigentlich lustig, wenn man mal so ein paar Flaschen im Keller vergisst. Wahnsinn. Ja, solche Flaschen. Es gibt Flaschen, die vergisst man lieber. Ja, die vergisst man freiwillig. Da habe ich auch noch was Schönes. Auch ein Spätburgunder vergessen, 2008 aus Franken, aber das ist ein anderes Thema. Jetzt mal mit dem nächsten Mal. Ich höre Glocken. Klar. Ja, also wirklich vom Geruch her, von der Nase her, typisch Spätburgunder. Ledrig. Ja. Da hat schon so ein bisschen Waldboden auch mit dabei. Richtig, ja. Auch beim Geschmack. Hast du schon probiert? Nee. Ich schon. Also das Schöne am Weinprobieren an so einem Abend, das ist ja, das was man heute probiert und trinkt, das muss man morgen nicht schleppen. Das so hat gewisse Vorteile. So ist, stimmt, ja. So ist es. Also halten wir uns ran, Jungs, ne? Ja, aber auch nicht zu sehr. Nee, ich meine, Arbeit ist Arbeit, ja, ob wir die heute machen oder Schnaps morgen machen. Schnaps ist Schnaps. Nee, das ist richtig, ja. Ja. Mhm. Aber das Bärige hat er auch. Ja. Auch wenn das Frisches, da ist noch sehr, sehr frisch. Ja. Frischiges. Frischiges. Also hatte ich, wollte ich auch sagen, es ist für einen Spätburgunder aus dem Jahr noch relativ. Der ist 10 Jahre alt, das ist man auch nicht vergessen. Also. Ja, ja, also aber relativ, also wenn man das bei einem Spätburgunder sagen kann, spritzig, ja. Ja doch, finde ich, ja. Ja. Stimmt. Spritzig, also frisch. Also du merkst er ist auch nicht bei abgestanden. Dem, nee, das auf keinen Fall. Du merkst das Alter, also das riechst du, das schmeckst du, aber du hast so von unten raus noch so ein bisschen. Genau. Ja. Aber es ist jetzt nicht so dieser typische Spätburgunder, der vor 10 Jahren in Deutschland gemacht wurde. Nee. Ja, also der wesentlich süßer war oder so. Er ist schon trocken. Mhm. Definitiv. Er hat die Frucht. Wirkt sehr trocken. Hat schon einen sehr starken französischen Touch.
meiner Meinung nach. Oh ja. Ich muss dazu sagen, wir sind ja auch nicht so weit von Frankreich entfernt. Aber es ist schon fast Côte de Nuit. Du musst es umgekehrt sagen, die Franzosen sind nicht so weit von uns entfernt, ja. Fußballtechnik ist ja schon. Ja, gut. Ihr habt das alles nicht verstanden, ja. Das ist ja eigentlich Westfrankreich. Ja. Und Franken ist Ostfranken. Ein Teil von dem Rest Deutschland auch. Ja. Ich finde den auch, der Waldboden, so Pilz, positiv Pilz, also nicht irgendwie... Ja, nicht muffig, sondern so... Moos, nee, nach Moos. Moos. Hat was. Das ist barfuß gehen auf einem Moosbett... An einem warmen Sommertag. Oh, jetzt kommt die romantische Seite. Wenn es mal geregnet hat. Hinten raus ein bisschen was Salziges. Ja. Dann schaut man also vom Waldweg nach links und rechts, ob schon die ersten Steinpilze wachsen. Links kommt ein Rehlein aus dem Gebüsch. Das Schnee wird dann geschossen. Genau. Dann gibt es die Rehkeule mit Steinpilzen. Und dann, so weißt du, so ein leicht geräucherten Rehschinken. Also das ist ein echt spannender Spätburgunder, hätte ich nicht erwartet. Nee. Hätte ich finde ihn jetzt auch von der Temperatur ganz angenehm. Absolut. So leicht gekühlt. Ist ja interessant. Man sagt ja immer so, ja, Weißwein gut gekühlt und Rotwein Zimmertemperatur. Ne? Aber diese Empfehlung, habe ich gelesen, stammt noch aus dem Mittelalter. Und früher waren die. Also im Mittelalter, ne, die hatten noch keine Zentralheizung und so weiter und so fort. Nicht? Da waren die, nee, also in Rotenburg ja, in Würzburg noch nicht. Ja. Und da waren die Temperaturen, niedriger in den Räumen. Ja. Und so bei 17 Grad. Oder tiefer sogar noch. Ja. Aber 17 also, Grad wäre auch die ideale Temperatur für Rotwein. Ja. Und ich glaube, das hat er auch. Ja. Also vielleicht ein, zwei Grad drüber, ne? Aber Nee. Also ich finde den sehr schön. So. Ja. Und also wir hatten gerade noch diese Diskussion, wo die Kamera noch nicht an war. Probiert man noch mal vorher einen weißen, probiert noch mal einen roten. Ich bin eher so der Fan von im Sommer wird weiß und im Winter wird rot. Getrunken. Also ein leicht angekühlter Spätburgunder im Sommer. Super. Lecker. Kann man durchaus machen. Also ich trinke Rot im Winter. Also man muss jetzt nicht Rotwein mit Sommer. Eis mischen, aber... Habe ich letztens auch mal gesehen. Ja, also brauche ich das jetzt fand nicht. Ich schon irgendwie Ballermann-mäßig. Ja. Er hat auch noch ein bisschen was, wenn er so die Nase kurz reinhebt. Wir sagen nichts Negatives, nein. Doch, das ist Ballermann-mäßig. Ja. Bis auf den Orangensaft. Kirsche ist so, ja, so eine Edelkirsche, also so eine Sauerkirsche. Nee, nicht so, das finde ich... So sauer ist nicht, dann doch das finde ich gerade nicht, ja, eher so eine... Süßkirsche. Süßkirsche ist es nicht. Mehr so Schattenmorelle. Nee, Schattenmorelle ist ja auch relativ süß, oder? Ich finde, die ist ein bisschen sauer. Meinst du? Ich würde es eher in die Richtung packen, aber auf alle Fälle Kirsch. Also man hat so ein leichtes Kirsch. Ich muss sagen, ich bin nicht der große Kirschsachverständige. Auch weit von entfernt, ja. Obwohl das größte zusammenhängende Kirschanbaugebiet in Europa ist in Mittelfranken, bei Burg Bernheim. Echt? Okay. Ja, da kann man Urlaub machen im Sommer. Da kann sich erst mit Pralinen vollstopfen und dann noch. Ja, da waren wir ja schon mal. Ja. Ja, aber da kannst du beim Bauern wohnst dann und dann bist du Erntehelfer und erntest Kirschen und dafür wohnst du. Das heißt, also so quasi zwei Kirschen essen, eine Kirsche. Ist die Kirschblüte in Japan ein Scheiß dagegen, ja? Du kommst nach Mittelfranken, dann weißt du, was eine Kirschblüte ist. Genau. Ah, hast du gerade richtig schön einen mittelfränkischen. Na, freilich. Na, freilich. Weißt du. Man muss Gott besonders danken für einen Mittelfranken. Ja, heute sind die Mittelfranken hier mal in der Unterzahl. Danke. Qualität setzt sich trotzdem durch. Sagen wir doch. Danke. Also Punkte müssen wir auch hier irgendwie verteilen. Also es ist ein wirklich spannender Wein. Das hätte ich nicht von einem Spätburgunder erwartet. Ich meine, wir... Nicht? Nein, also gibt schon
nochmal neu angefangen oder das weggelassen. Cut. Da muss ich jetzt Protokoll, rausfinden. Genau, da muss ich jetzt rausfinden. Nee, es ist wirklich, es ist ein spannender Wein und also ich bin ja auch, was Rotwein angeht, echt ein Spätburgunder-Fan. Ich meine, gut, ist jetzt auch ein großes Gewächs, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein bisschen Nelke und Wacholder ist auch drin, gell? Das würde dann gut passen zu Wild. Wacholder? Bisschen Gin-mäßig. Gin-mäßig, ja. Ich weiß nicht, kennst du das Zeug? Gin? Ich nein. Nee, ich glaube, da weiß ich gar nichts mit anzufangen. Ne? Nee. Ja, ever. Ja. Themawechsel. Ne? Mhm. Ja. Gib deinem Leben einen Gin. Auch nicht schlecht. Aufschreiben, falls wir mal T-Shirts drucken. Das ist gut. Ich glaube, das gibt's schon. Echt? Ja. Danke. Also, seien Sie mal ein bisschen kreativ. Und was mich an dem Wein begeistert. Möge der Abend beginnen. Das gab's auch schon. Okay, also nächste Folge geht über Gin, ja. Wolltest du was sagen? Hm? Wolltest du eigentlich was sagen? Ich wollte was sagen, ja. Cheers. Nee, was ich da so spannend finde, es ist ein gereifter Wein. Mhm. Aber er hat immer noch Spitzigkeit und das ja. ist also wahrscheinlich würde er da nochmal 10 Jahre durchhalten. Ja, aber dann müsste es ein Umkorken. Also der Korken, der hatte schon so die Anzeichen, sollte getrunken werden oder umkorken lassen. Aber das ist oft bei den Korken. Also, meinst du die Erfahrung, wenn auf dem Korken so ein bisschen Schimmel? So Schimmel ist. Edler Schimmel, wie beim Schinken. Nein, aber solange der keinen Kontakt hatte mit dem Wein. Genau, drin, ja, klar, ist ja alles gut. Ist es gut. Also wenn du in der Bourgogne Weine kaufst, die haben das auch oft. Ja. Also ist kein Problem. Und dann sind Cave, on a bon du Pinot Noir et du Pinot Blanc. Und Chardonnay könnte man noch probieren. Gell? Ein Cave. Wenn man das unbedingt Cave muss, ist der Weinkeller. Ich habe Cave hab noch ein Chardonnay. Ja. Ja, also zurückzukommen auf den Wein, ich finde ihn total spannend. Punkte. Wie teuer war der? Das weiß ich echt nicht mehr. Das ist so lange. 25 oder sowas in dem so Bereich. So im Bereich, ja. Also ich bin bei 45. Ja, ich bin drüber. Ehrlich? Ich wäre jetzt auch bei 45 gewesen. Wie viel sagst du? Ich sag 46. Lassen wir ihm das durchgehen? Nee. Da kommt, er zieht um. Ja, gut, ich komme links wie rechts. 46. Brüder müssen zusammenhalten. Na gut. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Santé. Tschüss. Wir machen jetzt nochmal einen kurzen Cut. Aha. Ja, wir sind jetzt beim letzten Wein für heute angelangt. Ja. Und wenn man schon hier einen Abschied aus dem Keller feiert, muss man auch was Österreichisches. Irgendwie schon. Ja. Gehört dazu. Zum fränkischen Keller gehört der österreichische Wein. Ja, auch es gibt ja die österreichische Filiale. Ja, freilich. Ja, die gibt's. Also, wir waren letztes Jahr ja im Deutschkreuz, Blaufränkischland. Mhm. Wir haben gesagt, wir nehmen jetzt auch einen Blaufränkisch Wein. Super Rebsorte. Wir waren beim Weingut K&K Kirnbauer. Und Markus Kirnbauer, der hat eigentlich schon ein paar ganz interessante Sachen erzählt. Oder Burschen? Ich halte es mal kurz in die Linse. Ja, also wir trinken heute die Goldberg Reserve. Mhm. Goldberg, ganz bekannte Lage. Eine der besten in Deutschkreuz. Vielleicht sogar die beste. Kurz mal noch ein paar Worte über Deutschkreuz. Wie was? Burgenland. Ja, ist ein Burgenland und ist ein Sammelpunkt für gute blaufränkische Winzer. Mhm. Ja, also in Deutschkreuz selbst, also die Hälfte von meinem Keller in Wien, was blaufränkisch betrifft, ist aus Deutschkreuz. Mhm. Naja, nicht vielleicht die Hälfte, ein Drittel. Mhm. Und der Stil, ja, also ich finde, man sollte gar nicht so viel über Stile reden. Man einfach pflegt einen Stil oder man probiert ihn. Und wir machen heute Blaufränkisch. Die Probe. Die Flasche lasse ich gleich hier. Was ist das jetzt? Goldberg Reserve Jahrgang?
2015, das ist noch sehr jung. Mhm. Also der hat von der Nase her was sehr Fruchtiges, Frisches. Ja. Noch. Also es prickelt in der Nase. Ne? Ja. Also, ich habe es gerade schon im Off erzählt, fast so ein bisschen wie Brause in der Nase. Ne? Ich hack die um. Und ich muss sagen, großartiger Wein. Markus, habt ihr super gemacht. Also ich hatte ja mal erzählt, ich war nicht so der Blaufränkisch-Fan. Mhm. Die Säure, die hat mich umgehauen und so weiter. Mhm. Das ist quasi der Riesling des Rotweins, ne? So. Teilweise. Mhm. Kommt drauf an, wer den gerade macht, aber der Blaufränkisch ist. Also er ist sehr, sehr spritzig. Und geschmeidig. Ja. Hat Säure, ist trocken, hat Gerbstoff, aber einen langen Nachhall im Maul. Ja, hat er unheimlich. Ja. Und das liebe ich an dem Rotwein. Das ist ein Steakwein, ja? Genau, absolut, das ist ein Steakwein. Mhm. Ja, und das ist so ein bisschen, ich bin ein Spätburgunder-Fan, gar keine Frage, ja. Aber zum Steak passt sowas besser. Spätburgunder flacht zu schnell ab. Und der hat... Ich würde gar nicht sagen abflachen, aber der hier ist einfach, wenn du jetzt so ein blutiges Steak hast, ja, das ist ja auch eine Wahnsinnsgeschmacksexplosion im Mund, finde ich. Ja. Ne? Und da brauchst du halt den feinen und vor allem, wenn man mal reinguckt, irgendwie ist, also ne, passt auch farblich schön zu einem blutigen Steak. Aber man muss bei Blaufränke schon sagen, das ist eine Rebsorte, die kann sowohl sagen wir mal, das Broadsword sein, das kann aber auch der Degen sein. Ja? Also es kommt ganz auf den Ausbau an. Ja, ja, ja. Und ich finde den Ausbau hier sehr gelungen, weil er hat ein paar schöne Fruchtaromen drin, so Brombeere, ja, genau, ganz typisch. Ja. Das Holz ist auch sehr, sehr im Hintergrund und so. Ja, also keine Vanillebrühe oder so, wie es viele anbieten. Ja, so kleine Kräuter. Die außen dabei. Ja, ein klasse Wein. Dann gescheites Dry-Aged Tomahawk. Ist eigentlich, ich finde, für ein Blaufränkisch geht es schon in Richtung Perfektion. Ey, super. Ist wirklich super. Ja. Preislich ist er auch noch okay. Das ist okay. Also, wo war der? 25 oder sowas? Ganz abweichen, gut. Irgendwas 25 bis 30. Okay. Das ist okay. Ja. Ist wirklich okay. Ja. Wie ihr seht, hoher Trinkfluss. Ja, solche Weine wollen wir eigentlich zeigen auf Werner Wien, oder? Ja, ja, absolut. Die Fließgeschwindigkeit macht's. Macht Spaß. Was machen wir mit den Punkten? Ja, über den 45. Ja, schon. Also ich freue mich immer auf eine Verkostung. Egal ob jetzt Burgenland oder irgendeine andere, wo die Kirnbauer sind. Das ist immer recht lustig und du merkst einfach, die leben das Ganze. Mhm. Ja, also das ist jetzt nicht irgendwie so aufgesetzt oder so. Ne? Das gefällt mir gut. Und die machen ja auch einen ganz einfachen, den K&K. Mhm. Da gibt es einen Blaufränkisch und eine Cuvée. Mhm. Ist unter 10 Euro. Ab 8,50 Euro sowas. Ja, sowas in dem Dreh. Ja. Und da hast du einen super Rotwein. Mhm. Ja, und total genialer Stoff. Also ich meine, das hier, da sind wir schon sehr weit oben. Mhm. Und aber trotzdem so 25.
zwischen 25 und 30 Euro ist, finde ich, noch okay. Ne? Ihr müsst bedenken, wenn ihr euch ein Bordeaux kauft, was blättert ihr? Klar, ich meine, wenn man es mit dem vergleicht, auf alle Fälle bodenständig, was den Preis angeht. Ja. Ja, aber wenn du wirklich so einen kräftigen Rotwein haben willst, der trotzdem irgendwie fein gegliedert ist, der sehr weiche Nuancen auch irgendwie hat, und wenn du sowas möchtest, da bist du beim Blaufränkisch sehr gut aufgehoben. Das ist ein toller Wein, ne? Also Blaufränkisch ist einfach eine super Rebsorte, wenn das Leute machen, die was von verstehen. Hm. Also ich mag das auch nicht, wenn die jetzt so total sauer sind und du der Meinung bist, du hast so halbrohe Zwetschgen im Mund und so, dann ist es auch nicht meins. Und das hier ist jetzt für mich so ein... Ja, aber es geht... 45, 46? In dem Dreh würde ich auch sagen. Also ich bin bei 45. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, 46 hat er nicht ganz. Das kommt nur, er ist ja jung. Das ist Jahrgang 2015. Ja. Wenn du den in... Wir haben bei Markus auch ältere Jahrgänge probiert. Die waren 15, 16 Jahre alt. Mhm. Ja, und die haben eine super Entwicklung. Ja, also. Mhm. Toll. Also sprich die Empfehlung, mal sowas kaufen, im Keller vergessen und irgendwann ausgraben. Und ja, 5, 6 Jahre wenigstens in den Keller legen. Mhm. Dann hast du Spaß. Richtig Spaß. Richtig Spaß. Ja. Ja. Ja, dann hätte ich gesagt, haben wir doch ein gutes Trefferbild, oder? 45 Punkte. Ja. Also. Geiler Wein. Alle drei, muss ich sagen. Super Weine. Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, schon ein würdiger Abschluss bei dir im Keller. Ja. Definitiv. Und der neue Keller wird auch super. Ich kenne ihn noch nicht, aber ich bin mir sicher, der wird auch super. Ja. Obwohl so einige Erinnerungen, die sind hier schon dabei. Oh ja. Aber was ich nicht vermissen werde, sind die Proleten, die andauernd hier vorbeifahren, obwohl sie nicht vorbeifahren dürften. Gib ihnen nicht die neue Adresse, sonst kommen die da auch hin. Ne? Ja, in der Sanderauer Filiale, da fahren sie öfters vorbei, oder? Ne? Echt? Mhm. Na gut, dass wir eine Straße weiter wohnen. Naja. Aber da kann man auch sich schon demnächst drauf freuen. Sanderauer Filiale hat aufgerüstet. Das ist die Filiale von unserem Junior, oder? Ja, genau. Ich bin gespannt. Absolut, also ne, sowohl vom Equipment als auch von der, wie soll ich sagen, von der Bestückung her bin ich im Moment auf einem guten Stand. Wir werden das mal testen. Gern mal demnächst was zeigen, ja. Wir kommen. Das kann man schon sagen. Ja. Ja. Also dann in diesem Sinne, adieu Keller. Adieu, ja. Ich glaube, hier haben wir die ersten Folgen gedreht auch. Ne? Mitunter. Die, mitunter. Die ersten Kellerfolgen und so. Ja. Kinders, jetzt wird es rührselig. Alter Gewölbekeller. Da sind noch die Spinnweben. Die waren vor 5 Jahren auch schon da. Ja. Naja, in diesem Sinne, auf eine schöne Zeit hier und auf eine noch schönere Zeit im Neuen. Genau. Macht's gut. Cheers. Cheers. Ciao.